Hallo, willkommen zu einer neuen Runde von Pioneers of Pagonia. Ich bin amtlich komplett durchgeschwitzt. Für mich ist das jetzt hier bei dieser Aufnahmesession die letzte Aufnahme. Bin komplett durch. Kann sein, dass die Folge auch ein bisschen kürzer wird als die anderen. Ja, ich freue mich auf Winter. So, ja. Und ich freue mich darauf, wenn wir hier endlich mal mit den Banditen da zurande kommen. Achso, der hat die weiße Fahne, weil ich den gestoppt habe. Aus Gründen. So, wie sieht's hier aus? Wie viele Leute seid ihr? Wir sind tatsächlich jetzt 10. Oh, cool. Das ist schön. Das ist sehr gut. Warte mal. Das heißt für mich erstmal einen Moment, erstmal so, immer mit Ruhe. Ich speichere vorsichtshalber mal. Auch wenn ich das Spiel jetzt gerade erst begonnen habe. Wir speichern. Ich klopfe auch einen neuen Spielstand an. Ist mir jetzt erstmal egal. Nein, nicht zurück zum Desktop. Spiel. So. Dann mache ich. Nee, das mache ich jetzt noch nicht weg. Das mache ich gleich weg. Weil noch brauche ich das. So, wir haben hier wenigstens zwei Banditenlager. Das sind jetzt wenigstens zwei Lager zu viel. Wo sind die? Da. Dann würde ich sagen, Angriff. Ihr konzentriert euch hier so ungefähr in der Mitte zwischen beiden. Ihr konzentriert euch so angriffstechnisch dort und ihr, ne, wo sind sie? Hallo? Ihr konzentriert euch angriffsmäßig so da. Hallo? So, wenn es nicht anders geht. So, also ein bisschen mit Zeitverzögerung hier. Ich guck mal, ob wir hier überhaupt eine Chance haben oder ob das Ganze zu früh ist. Und dafür habe ich den Speicherpunkt angelegt für den Fall des Falles. Ne? Dann besser nochmal das Ganze starten, bevor ich jetzt hier Leute verliere in großer Zahl und das Ganze ohne Erfolg bleibt. Kann ich nochmal gar nicht so genau. Ja, das sieht gar nicht so gut aus. Ich glaube, die Banditen obsiegen. Ich glaube, die Banditen noch siegen. Das sind einfach zu viele, die noch übrig sind. Ein Lager, ja, aber hier habe ich noch viel zu viele Banditen rum existieren. Das werden die nicht schaffen. Das halte ich für relativ aussichtslos. Ja, nee, der eine, der schafft das nicht. Also, das wäre jetzt echt ein Hammer, wenn der da nicht durchsetzen könnte. Mist. Zwei sind übrig geblieben. Zwei. Hat einen Ärger. Wie machen wir das? Tut mir leid, ich muss da erstmal, also erstmal muss ich, ne, auf jeden Fall, weil das ist nicht gut, das ist, ich verliere da zu viele Leute und entsprechend zu viele Ressourcen, das geht nicht, das müssen wir anders machen. Ich lade. So, ja, mich nicht. Hey, der Geologe, da freut er sich, der hat Spaß, ja, mir weniger. Es tut mir sehr leid. Wir werden da nicht drum rumkommen. Ich muss hier noch einen weiteren Wachturm bauen. Ja, auch wenn der euch jetzt vielleicht an den Kopf packt und sagt, nein, mach das nicht. Wir wissen genau, was du vorhast. Ja, das ist, wie es ist. Ich brauche entsprechend mehr Leute. Und ich würde hier, ne, also da wäre ich durchaus, bin ich durchaus bereit, das Ganze in dieser gemixten Version zu machen. Die sind einfach zu schwach hier, diese Soldaten. Könnte also erstmal hier eine Priorität reinsetzen, auf jeden Fall, damit das möglichst schnell hochgezogen wird, das Ding. So, wie sieht's aus? Überlege gerade, ob es eine gute Option ist. Hilft alles nichts. Ob es eine gute Option ist, die Münzproduktion wieder anzuschmeißen, damit die Kampfkraft der Leute sich entsprechend erhöht.
wir haben ja einige Bronzeschwerter und ob ich die Waffen brauche, ist noch eine andere Frage. Na gut, wir haben das Problem mit der Kohle, ne? Das ist der ganze Ärger dabei. Ich lasse das schweren Herzens. Ich würde es liebend gerne machen. Wir haben nicht genügend Kohle dafür, fürchte ich. Nicht hoffe ich, sondern befürchte ich. Wir brauchen diesbezüglich hier alles, also her damit. Ruhig auch mal ein bisschen Reserve. Wie sieht's hier aus? 14 Schwerter sollen noch hergestellt werden. Eins ist in Produktion, wenn ich das richtig sehe. Die Bronzeschwerter nehme ich mal zurück, damit er dafür keine Zeit verschwendet. Wir müssen auf Eisen setzen. Und ist einfach so. Ja. Also ich habe es versucht, aber ich habe es selbst gesehen, mit den Soldaten hier alleine oder auch wenn wir die schwerpunktmäßig mit dabei haben, die rocken das nicht. Selbst die sind schwierig. Ja, geht so. Optimum ist natürlich hier, das sind unsere Freunde. Oder hier die ganz neuen, die Elite-Soldaten, aber da haben wir noch keinen Stahl am Start. Bin ich überhaupt zu hören? Ich erzähle hier die ganze Zeit. Ja doch, ja, ich habe da Ausschlag. Ich hab Ausschlag. Nein, ich meine da. Im Audiobereich. So, ja, sorry. Ja, aber ich habe es versucht, ich habe alles gegeben, dieses, ja. Ich habe es selber gesehen. Ja, Elite-Soldaten wäre natürlich absoluter Trumpf. Da hätten wir wahrscheinlich hier mit den Banditen, die würden die so wegfrühstücken, gehe ich mal ganz stark von aus. Was ist hier los? Wollen wir da auf einmal, keine Ahnung. Etwas wurde gestohlen, Holzwerkstatt abgeschlossen, auf Aufträge, Holzwerkstatt, wo bist du? Da. Ja gut, dann nutzen wir einfach mal die Gelegenheit, uns mal hier wieder mal die Gebäude etwas näher anzusehen, falls da nicht wieder irgendwelche Bäume im Weg sind. Was haben die Schönes gemacht? Wisst ihr was? Ihr macht mal so auf Verdacht mal so ein paar Zahnräder. Ansonsten Abenteuergilde. Wie viele Fackeln existieren? Da fackeln wir nicht lange. Nummer 5. Von den Kollegen. Was auch Not ist, Not tut sich gerade, weil da ist das Dinge passiert. So. Okay. Wie sieht es mit der Schneiderei aus? Die Schneiderei sagt, sie hat nichts zu tun. Wir haben einige leichte Rüstungen hier rum existieren. Ich würde trotzdem mal sagen, mach da mal. Mach da mal so 6. So. Gut. Huch. Dann Häuser sind fertig. Ich schau mal ganz kurz. Ja, ich würde gerne eine Sammelbude bauen. Baustellencamp wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ist aber noch Zukunftsmusik. Wie sieht es denn jetzt hier mit Dingse aus? Stein ist unterwegs. Diebe wurden enttarnt und so weiter. Da werden Angriffe durchgeführt. Die Diebe sind... aber auch meine Waldläufer sind da so ein bisschen dezimiert worden. Aber den Dieben wird das Leben schwer gemacht. Das ist cool. Naja. Okay. Stehen kurz vorm Maximum. Das ist auch cool. So. Ich werde mal dabei bin. Wie sieht es denn eigentlich hier mit den Wachtürmen aus? Aus, wo existieren die alle? Da wird einer gebaut. Das ist. Hm. Ich da jetzt. Ach, herrje. Oh. Oha. Ach, da hatte ich die. Ja, da hatte ich das pausiert von wegen mit dem Gebiet. Alles klar. Nee, ist in Ordnung. So, der habe ich. 10 rum existieren, immerhin 9 davon. Warte mal. Ich
gibt doch jetzt hier das Militärcamp, ne? Schade, dass wir hier nicht die Möglichkeit haben. Ich kann nur global jetzt hier einstellen. Ich könnte jetzt hier beispielsweise auf 5 runtergehen. Würde aber keinen Sinn machen. Schade, dass ich hier nicht, denn ich könnte die nur aushaken, dann werden die 8 aber komplett weg. Ich kann jetzt nicht sagen, hier davon jetzt hätte ich gerne 5, von denen halt entsprechend mehr oder von denen entsprechend mehr. Das wäre natürlich jetzt noch ganz toll, wenn man das also sozusagen wirklich so fein abstimmen kann, um auf die Art und Weise die wie soll ich sagen, also die Schlagkraft oder also die besseren Soldaten zu verstärken und die etwas schwächer sind, nach und nach abzubauen, ohne dass aber die Gesamtzahl jetzt darunter zu leiden hat. Ja, also dass man hier immer 10 Leute hat, für den Fall, dass es halt einen Angriff gibt, ne, man sich entsprechend verteidigen muss. Und ich aber nie halt unter 10 komme, wenn ich schon eine entsprechende Belegung hier habe. Aber ich könnte jetzt hier nur sagen, hier den Haken weg, dann werde ich hier auf ne, werden hier nur die 8 werden hier weg und ich müsste dann hier gucken, dass ich die entsprechenden Leute dann hier mir heranziehe. Was wiederum halt seine Zeit braucht, weil, ne, wie gesagt, die Sachen erstmal produziert werden müssen, da sein müssen, damit das überhaupt funktioniert. Wie sieht es denn hier aus? Ich habe 3 davon, Dann würde ich das schon mal ganz gerne. Nein, das würde ich sehr gerne machen, aber das geht überhaupt nicht. So. Dann gibt es noch 3 Veteranensoldaten, die ich entsprechend rekrutieren möchte. Das sind die Klingenkämpfer und so. Die sehen schon faszinierend aus. Ne? Äußere schon nicht schlecht. Okay, wie sieht das hier aus? Die sind komplett in dieser Stärke vorhanden. Alles klar. Ja. Oh, das ist einer von den Veteranensoldaten. Ah, das Teil ist fertig. Sehr gut. Na ja, gut, den werde ich jetzt. Dann nehme ich die raus. Dann damit ich hier erstmal da auf 10 komme. Logischerweise. Okay, da sind jetzt wie viele? 4? 4. Heißt, ich brauche noch wenigstens 6. So. Okay, wie sieht es mit unserer Produktion in der Bereich Rüstung aus? Da sind die entsprechenden Aufträge noch vorhanden. Eisen wird geliefert. Wie sieht es hier aus? Ja, ein paar Eisenbahnen haben wir noch. Auch hier ist die Produktion mit den Eisenschwertern noch dabei. Wie sieht es mit unseren Schmelzen aus? Die sind beide im Betrieb und haben ausreichend Ressourcen. Das ist schon mal cool. Zumindest haben sie die noch. Wir sind auf einem halbwegs guten Weg, würde ich mal behaupten wollen. So, da habe ich 10. Hier habe ich 10. Ja, hier wäre die Griff. Also ne, die Verteilung wäre hier, hätte ich lieber anders, aber nun gut. Ist halt nicht so gegeben. Da habe ich 5. Okay. Da wird gerade ein Schwert geliefert. Der Kollege wartet darauf, dass er hier entsprechend seinen Job machen kann demnächst. Ja. Wie sieht es hier vorne aus? Seid ihr noch komplett? Hallo? Ah, da. 10. Ja, 10 von 10. Sehr gut. Das erfreut mich. Ich
Steinbruch ist noch aktiv. Jo. Ja, jetzt heißt es wieder warten im Prinzip. Warten auf Godot. So, da. Ach, das reicht. Alles klar. Okay. Was mir hier fehlt, was ich wirklich vermisse, ist die Möglichkeit, Holzkohle zu produzieren. Das hatte ich, glaube ich, schon mal des Öfteren angesprochen, meine ich, mich entsinnen zu können. Weil Holz haben wir jede Menge. Und wenn wir hier Holzkohle entsprechend, was macht er da? Er ist am Winken. Was ist los? Achso, der ist voll. Kann nichts mehr zu tun, Arme. Wenn hier genügend Holzkohle vorhanden, also wenn hier die Möglichkeit wäre, Holzkohle zu produzieren, hätte ich genügend Kohlereserve, um die Münzproduktion da anzuschmeißen. Ja, die Kohle, die ich aber habe, die stecke ich lieber in die Eisenproduktion, um die entsprechenden Waffen zu haben und die entsprechenden Rüstungen zu haben, die ich benötige, um hier meine Leute, ne, voll zu bekommen. Hier steht immerhin schon mal 6. Das ist nett. Der ist komplett. Tja. Nummer 7 ist, glaube ich, unterwegs, wenn ich das richtig sehe. Augenblick mal. Wir waren doch Menschen auf 6. Was ist da jetzt gerade passiert? Hm? Muss ich das verstehen? Gerade so komisch. Hier dürfte eigentlich keiner rum existieren. Hier sind nur die normalen Soldaten. Da habe ich auf 5 in Reserve. Hier liegt ein toter Veteranensoldat rum. Da sind Dinge passiert. Deswegen. Ich wunderte mich schon. Ich denke, hier müssen die doch eigentlich schon viel weiter sein. Scheiß an die Säue. Die machen auch noch solche Geschichten hier. Ja klar, das dauert natürlich jetzt wieder. Sachen werden gestohlen, Banditen stänkern hier rum. Das ist auch schon wieder einer. Was schleppt der durch die Gegend? Eisen! Die klauen hier unser Eisen! Glaub's ja wohl. Es gibt hier eindeutig zu viel Banditen. Wie soll ich hier vorankommen, wenn mir ständig die Klamotten gestibitzt werden? Mecker. So. Es werden Dinge abgeliefert. Aber das sind nicht die Dinge, die ich benötige. Oder. Oh. Da haben wir einen weiteren Soldaten. Und damit wenden wir da 7. Ja, ich überlege schon die ganze Zeit, soll ich es wagen? Aber auf der anderen Seite, mir läuft auch im Augenblick so ein bisschen die Zeit weg, ja, so zum Aufnehmen. Und das jetzt so übers Knie brechen. Ach, was soll's. Wir versuchen es einfach mal, auch wenn wir noch nicht auf Maximum sind in allen Bereichen, aber. Ich probiere das einfach mal aus. Na, sie juckt. Beziehungsweise ist vollkommen verschwitzt. Gleich erstmal speichern. Ich nehme dann den Spielstand, den ich dann hier letztens schon hatte, wo wir den ersten Anlauf da versucht haben. So. Zurück zum Spiel. So, das heißt jetzt wieder Angriff. Gleiche Vorgehensweise. Einmal hier so mittendrin. Dann die Kollegen. Attackieren die Kollegen. Die Kollegen.
unter ihren die Kollegen und die Kollegen unterstützen die restlichen, indem die sich hier so aufhalten. So, jetzt heißt wieder Däumchen drücken. Vielleicht haben wir ja Glück im zweiten Anlauf mit entsprechend mehr Leuten. Ich meine, wir hatten zwei, waren davon noch übrig. Ne? Also wir waren jetzt gar nicht mal so schlecht. Schauen wir mal. Ja, ich habe die Fliege. Es ist schon mal nicht verkehrt. Ein Piesacker weniger. So, nicht nur die Piesacker hier, dann auch die Piesacker im realen Leben. Oh, ich glaube, wir setzen uns gerade durch. Kann das sein? Ja. Auf der Seite sind wir die Banditen schon mal los. Aber der eine, der macht da noch Ärger. Ist ja unglaublich. Was ist das für einer? Daran, Bandit. Ha, 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 ha. Ja. Ja, Geduld zahlt sich dann doch schon mal aus. Es ist sehr schön, dass das jetzt funktioniert hat. Freut mich. Dann hatten wir doch hier noch einen befriedigenden Abschluss in dieser Folge. Gott sei Dank sind wir diese Banditen los. Das heißt, ich kann jetzt hier ne, anfangen, Silber abzubauen, komme dann an die Kohle, die es hier wahrscheinlich auch gibt, ran. Sehr gut. Aufgaben für die nächste Folge. Ich wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Danke für eure Unterstützung. Bedanke mich auch für deine Unterstützung. Vielen lieben, lieben Dank für euer Dabeisein. Und ich freue mich dann auf ein Wiedersehen. In der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.